Don't get left behind on the road. Hallo mein Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Diesmal mit der Sprecherin von Juna Naseweis. Hallo Aline, stell dich doch bitte vor. Hi, ich bin Aline Schubert. Ich bin die Sprecherin von Juna Naseweis. Und ja, ich komme aus dem wunderschönen Nordrhein-Westfalen. Wie bist du denn zur Rolle Juna Naseweis gekommen? Ja, da ich in der Santiago Cisma Crew drin bin, kamen wir halt mal zu der Überlegung, dass wir mal ein Hörspiel starten. Und ja, so kam das dann nach und nach halt und so bin ich quasi dahin gekommen. Was magst du an der Rolle? Oh, ich mag eigentlich ihren kompletten Charakter, da sie zeigt halt, also Juna ist dementsprechend so ein, ja, die Schwester von Jonas und die zickt halt auch immer ihn so ein bisschen an und dieses Freche ins Enthalten sowie dementsprechend zeigt sie Ehrgeiz und also das passt einfach komplett zu der Juna, ja. Wie beschreibst du deine Rolle, Juna Naseweis? Wie ich sie beschreibe, ja, das ist eigentlich auch das, was ich mag. Juna ist dementsprechend, sie ist ehrgeizig, denn sie möchte dementsprechend die Zaubersprüche erlernen, um besser zu werden. Sowohl ist sie mutig, denn sie stellt sich ja dementsprechend immer, entweder Maximus Black oder Runzia stellt sie sich immer wieder entgegen und bietet denen die Stirn. Des Weiteren ist sie freundlich, das kann ich gut mit mir selber halt auch identifizieren. Ich bin eigentlich auch voll der freundliche Mensch. Des Weiteren halt, ja, was ich auch gesagt habe, ehrgeizig, ja. Was würdest du an deiner Rolle gerne ändern bzw. ändern lassen? Ändern würde ich jetzt absolut gar nichts, weil ich mag die Rolle so, wie sie ist, das, was sie macht, also den Charakter von Juna mag ich sehr, deswegen gibt es da eigentlich nichts zu ändern. Hast du dich schon mal mit dem Thema Hexen und Zauberer auseinandergesetzt oder etwas im Fernsehen gesehen, Filme oder Serien? Komplett auseinandergesetzt habe ich nichts. Das, was wahrscheinlich die meisten gemacht haben, ist Harry Potter geschaut oder Zauberer von Oz. Alles, was mit Magie zu tun hat. Weihnachtsfilme sind ja auch sowas wie Hokus Pokus. Das sind ja alles solche Filme, die man mal gesehen hat. Aber jetzt mich mit Magie auseinandergesetzt habe ich natürlich noch nicht. Hast du schon mal einer Figur deine Stimme geliehen? Ja, weiteren Hörspielen halt. Zum Beispiel eine Elfin in der Menschenwelt, die Ellie. Und ja, Witzekobold habe ich mir selber gespielt. Aber ja, und natürlich Juna. Aber sonst, ja, vielleicht Puppen. Schon mal darüber nachgedacht, Sprecherin zu werden? Ja, darüber nachgedacht habe ich natürlich. Ich glaube, sonst säße ich jetzt hier nicht oder ich würde nicht meine Stimme dementsprechend einen fiktiven Charakter leihen oder sprechen. Ja, also nachdenken tue ich auf jeden Fall darüber, ob ich das dementsprechend vertiefe, also das Erweitern, das zeigt sich in der Zeit. Worauf freust du dich am meisten? Worauf ich mich am meisten freue, ist das jetzt zukunftsbedingt oder allgemein? Allgemein. Allgemein. Ja, dass es weitergeht, vor allem auch mit den Hörspielen, weil es macht einfach ultra viel Spaß, da heranzuarbeiten. Also ich schreibe ja dementsprechend auch manche Hörspiele und es macht einfach Spaß, diese Ideen da rauszupausieren und ja, die Geschichte da einfach mit Leben zu erfüllen, was total schön ist, wenn man halt darauf auch, also wenn man sich dafür interessiert. Sehr gut, dann sind wir jetzt mit den Fragen durch. Jetzt kommen ein paar Fanfragen. Wie ist sie zum Synchronisieren gekommen?
Ja, ich bin zum Synchronisieren gekommen, indem ich halt in der Santiago Ziesmer-Quote bin. Und da wir halt mal gesagt haben, wir starten das mit dem Hörspielen, ist es so passiert. Was denkt sie über Star Wars? Oh, was ich über Star Wars denke? Ich finde es eigentlich so ganz spannend. Also ich habe das letzte Mal Star Wars, ich bin ehrlich, wo ich jetzt ein bisschen kleiner war. Also ich bin zwar jetzt klein, aber früher war ich noch kleiner. Da habe ich Star Wars geschaut und also ich finde es eigentlich eine echt gute Serie oder halt auch eine Filmreihe, die man sich anschauen kann. Ich habe da jetzt nichts Schlechtes einzuwenden. Klar, ich bin jetzt nicht so der Star Wars Fan, aber man kann es sich anschauen. Wichtig, Waffel oder Pfannkuchen? Definitiv Pfannkuchen, aus dem Grund, ich liebe Pfannkuchen. Pfannkuchen sind einfach richtig lecker und ja, die kann man gefühlt morgens, mittags, abends essen. Stimmübungen, die man täglich machen kann? Stell dich am besten dann vor den Spiegel oder mach dein Handy an, also nimm dann eine Aufnahme auf und stell dir eine Szene vor, die du spielen möchtest. Und sei es jetzt der verliebte Partner oder Partnerin oder irgendeine Dramaszene, Actionszene, keine Ahnung, stell dir es einfach vor und versuch dich in diese Szene oder besser gesagt in diese Person hineinzuversetzen, was sie denken würde und spiel es. Was war deine Lieblingssynchronsprecherrolle? Ich würde jetzt sagen, ich habe da zwei. Einmal halt wortwörtlich die Juna, weil ich mich mit Juna selber identifizieren kann. Und einmal Juna und halt auch die Elfin Ellie, weil Ellie ist dementsprechend halt auch eine, die ist ja so eine Art wie Juna. Die zeigt halt auch Ehrgeiz und möchte es jetzt machen. Und damit kann ich mich halt auch komplett identifizieren. So bin ich halt auch vom Charakter her gestrickt. Ja, die beiden Rollen. Mit wie vielen Jahren wollte sie Synchronsprecherin werden? Das fing, um ehrlich zu sein, früh an. Denn schon in der Grundschule habe ich es geliebt, auf der Bühne zu stehen. Das hat sich natürlich auch in der weiterführenden Schule, hatte ich so eine Theater-AG. Und es, also mir hat es halt schon von klein auf Spaß gemacht, das große Publikum um mich herum zu haben, sage ich jetzt mal. Und ich finde es auch toll, dass ich in die Crew gekommen bin und das mit euch, mit allen machen kann. Wie finden Sie Nestle? Nestle? Oh, ja, wir haben, also ich habe darüber noch letztens mich unterhalten. Nestle, ich sage immer, ist ein Verbrecherkonzern. Ich hoffe, das sieht jetzt Nestle nicht. Denn natürlich vertreibt Nestle ja auch Kinderarbeit, Ausbeutung, allen drum dran. Und sowas gehört eigentlich nur verboten, vor allem was mit Kinderarbeit zu tun hat. Aber auch Ausbeutung ist ein absolutes No-Go. Und ja, einfach Verbrecherkonzern. Was ist dein Wunsch für die Zukunft? Ja, mein Wunsch ist für die Zukunft, dass ich ja vor allem halt auch gesund bleibe, aber halt auch, dass ich jetzt mein Hobby, also das, was ich ja jetzt mache, ist wortwörtlich echt mein Hobby. Ich mache das sehr gerne, dass ich das vielleicht mal irgendwann vertiefen kann und zu meinem Beruf machen kann. Also wenn das jemand vom Synchron sieht, bitteschön. Nein. Aber ja, das ist halt mein Wunsch oder mein Traum, besser gesagt. Und was sich jetzt in den nächsten Jahren oder in der nächsten Zeit abspielen wird, das werden wir alle selber erfahren. So, noch ein paar Worte in die Kamera, die du schon immer sagen wolltest, aber noch nie gemacht hast. Ja, ich habe tatsächlich jetzt Worte, denn ich würde gerne meine Oma grüßen, denn sie hat mich in allen Sachen sehr gut unterstützt. Und ja, Oma, falls du es sehen solltest, schöne Grüße.
Ja, falls ihr weitere Interviews von meinen Sprecherkollegen sehen möchtet, von der Abenteuer der kleinen Hexe Yuna, schaut entweder hier oder hier vorbei. Und vergiss auf jeden Fall nicht zu abonnieren sowie die Glocke zu aktivieren.